Ja, moin, der David hier. Wir spielen eine Runde Schloss und Riegel. Die Map habe ich echt schon lange, lange nicht mehr gezeigt. Und ich spiele mit einem Nova zusammen. Capture Hop. Capture Hop. Ja, bei der Map ist es eigentlich ganz geil. Ich mag die Map an sich überhaupt nicht. Ich mag die Mechanik nicht, weil man super darauf angewiesen ist, dass der Mitstreiter mitspielt. Ihr könnt kein Schloss einnehmen, wenn euer Mitstreiter nicht auf dem Punkt ist. Und es gibt halt wirklich absolut nervige Mitstreiter, die einfach nicht auf die Schlösser kommen, die überall hindrücken und kämpfen, aber nie die Schlösser einnehmen. Ich bin ganz froh, dass ich hier Stukov habe, weil Stukov die Schlösser, nachdem er sie eingenommen hat, deffen kann. Die Map kann man locker bei unter 15 Minuten schaffen, wenn man schnelle Kommandeure nimmt. Ich sag mal so hier angestrebt 17 Minuten. Ganz so schnell wie mit Rain und Sagara, glaube ich, wird es nicht. Aber es kann schnell genug werden. Ihr könnt hier eure zweite Basis unglaublich früh nehmen. Mit einem Bunker. Das heißt, erst die Kaserne, dann den Bunker. Dann sofort die zweite Basis. Schnell saturaten, viele, viele Minereien aufbauen. Überall Bunker, also dann Bunker bauen. Immer die Schlösser damit deffen. Und dann halt am Ende noch ein paar, ich sag mal, ein, zwei große Wellen aus den Kasernen und dann habt ihr die Map auch schon geschafft. Die Map wird ganz gerne genommen, um Mastery Points zu farmen, weil sie sehr, sehr kurz sein kann. Ich sag mal, wenn man zwei sehr offensive Kommandeure hat und die beiden Spieler wissen, was sie tun, dann ist unter 15 Minuten absolut realistisch. Man kann auch das Bonus skippen, dann geht es noch ein bisschen schneller. Mein Mitstreiter ist nicht Level 90, das heißt, ich gehe davon aus, Bonus machen wir hier auf jeden Fall und dadurch, dass ich jetzt auch Stukov spiele und mit vielen Bunkern spiele, werden wir die Map nicht rushen, sondern wir werden die Map einfach ganz normal spielen. Aber ich denke mal trotzdem so um die 17 Minuten sollten wir diese Map beenden können. Ansonsten hier noch als Besonderheit, ich nehme hier ein drittes Gas. Dadurch, dass ich sehr, sehr früh meine zweite Basis habe und die Map sehr, sehr schnell ist, ist es hier sehr, sehr hilfreich, ein drittes Gas zu nehmen. Weil man dann einfach das Vespingas hat für die ganzen Upgrades. Ansonsten ist man super, super gecapped, was die Upgrades angeht, aufgrund des Vespingases. So. Das haben wir dann soweit, den Bunker ausgraben, die Steine zerstören, alle drei zerstören, weil wir hier mit Nova spielen. Ich möchte A, ein drittes Gas haben und B, ist hier auch Nova in der Lage, ja, einfach überall Gas abzubauen. Und das wollen wir natürlich dann unserem Nova-Mitstreiter auch, also wir wollen unserem Nova-Mitstreiter die Möglichkeit geben, dann nicht aus vier Gasen zu spielen, sondern aus fünf. Normalerweise gebe ich sehr, sehr gerne beide Gase der zweiten Basis an Nova ab oder an Vorazun, aber dadurch, dass wir hier ja, schnellstmöglich natürlich auch alle Upgrades durchziehen wollen, ist es sehr, sehr hilfreich, sag ich mal, wenn ihr selber noch das dritte Gas nehmt. So. Ja, momentan können wir einfach nicht so schnell WBS produzieren, wie wir das gerne hätten. Ich habe aber das Gefühl, Stukov braucht ewig, um sein Hauptgebäude zu bauen. Hier verschaffen wir uns einfach nur ein bisschen Sicht. Wenn Nova da ist, kann Nova da oben reinpushen. Mit dem Schrotflintenmodus ist da oben in der Regel nie ein Gegner, den sie nicht schlagen kann. Und danach kann sie wechseln. So. Ich sage ihm, dass er eins meiner Gase nehmen darf. Es gibt Vorwurfs und Spieler, die das als selbstverständlich ansehen und sofort beide nehmen. Ich schreibe ihm aber auch hier explizit, dass er eins nehmen darf und setze auch sofort mein Gas. Damit er da nicht auf die Idee kommt, beide zu nehmen. Er kann es canceln, klar, aber wer macht das schon? So, ich setze hier den Apokalypsen. Dann können wir das Schloss auch gleich einnehmen. Und der Apokalypse darf hier auch ein bisschen Damage stecken. Und dann kommen ja auch meine Zombies schon von unten. So. Dann, ja, müssen wir natürlich auch noch hochtecken. Einen hier wieder zurückziehen. Tech-Labor. Und dann könnt ihr halt am Ende nochmal so aus, die letzten Wellen könnt ihr so aus zwei Kasernen machen. Weil die Bunker schon eine gewisse Zeit brauchen, um sich dann auch zu rechnen und hier ist es dann einfach nochmal am Ende so drei Kasernen dazuzusetzen und einfach zu drücken. So, jetzt können wir Zombies da reindrücken. Ja, hier habe ich natürlich noch keinen Schleim, wir waren jetzt recht schnell. Das heißt, ich schiebe meinen Bunker nach oben und dann, sobald das Schleim ist, grabe ich ihn ein. Sehr ungewohnt für mich auch, aus einem Bunker zu spielen, aber es funktioniert auf der Map einfach ein Ticken besser. So, ihr seht ja, hier ist noch kein Schleim. Das wird auch noch lange dauern, bis da der Schleim dann endlich ankommt. Zweite Basis auf jeden Fall so schnell wie möglich saturaten. Und dann auch langsam hier Gas ernten. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Hier kann man sehr, sehr gut mit der Gebäudeverseuchung auch aufsoften. Gegen die Panzer werden eure Zombies einfach erst in sehr großer Masse ankommen und das... die Zeit wollen wir hier einfach nicht nehmen. Weil das natürlich auch recht früh einnehmen und dann brauchen wir auch mal langsam Bunker. Okay.
Na, rein technisch bin ich natürlich momentan super knapp, trotz zweiter Basis früh. Aber ich habe ja auch noch die Alexander. Au. So, ich weiß nicht, ob er es mitbekommen hat mit seinem Gas. Dass er sich noch ein Gas holen kann, so. Gegen Terraner zu spielen mit den ganzen Panzern, Ziegermisseln, sowas, das ist natürlich auch etwas, was eure Stukov-Armee schon ganz gerne mal auch sehr schnell zerlegen kann. So, den hier wieder wegschieben. Ja. Und zack, die beiden Upgrades habe ich dann auch. Und dann sieht das doch schon mal so ganz gut aus. Ja, hier habe ich noch zu wenig Bunker, um es aus Bunkern heraus zu deffen. Zusätzlich fehlt mir auch noch das Panzer-Upgrade, also die Panzerung-Upgrade für den Bunker. Das heißt, hier werde ich jetzt mit dem Apokalypsen unterstützen. Anders geht es gar nicht aktuell. Sonst ist mein Bunker sofort weg. Wir spielen ja gegen Bioterran und dann auch mit den Marodeuren. Die gehen natürlich ganz gut durch. Und dann kann sich mein Apokalypse hier unten so ein bisschen austoben. Ja, ich setze hier die Bunker erstmal hin, dann ist das Schloss halb gedefft und wenn dann die Upgrades und so sind, ich ziehe jetzt auch noch mehr Bunker. Ja, momentan habe ich leider nicht mehr Minereien als für das und jetzt setze ich noch einen Turm dazu. Wir spielen gegen Bioterran, das heißt, wir spielen auch gegen Ghost und wir wollen natürlich unsere Static Defense nicht verlieren. Ja, natürlich brauchen wir mehr Minereien. Momentan haben wir einfach für nichts Minereien. Unsere Streitkräfte werden Evolution abgeschlossen. Ich setze natürlich jetzt noch mehr Türmchen. Und dann, ja, für mehr Minereien jetzt nochmal zwei Bunker dazu haben wir aktuell noch nicht, aber aus zwei voll saturated Basen läuft man natürlich viel schneller. Baut jetzt auch das Gas ab, wenn WWF baut. So, und dann hier noch ein Türmchen hin. Einer war doch schon fertig, genau, da ist er. Und dann haben wir hier auch alle Upgrades raus. Vom Timing her bin ich absolut zufrieden, die Upgrades haben wir schon. Und hier können wir jetzt auch langsam die Upgrades dann hochziehen, damit unsere Einheiten einfach stärker werden. Wir sind jetzt auch mittlerweile nicht so ganz ohne Bunker. Ah, jetzt habe ich hier schon wieder einen Verseuchten gezogen und dann setzen wir hier unten noch Bunker hin. Da ist schon Schleim, aber wir sehen ihn halt noch nicht. Und gleich einen Turm dazu holen. Oh, meine Verseuchten verfolgen hier einen Viking. So, das sieht ganz gut aus. Noch ein bisschen wenig Bunker. Ich habe immer ganz gerne 5 pro Schloss, sage ich mal so. Da können die hinlaufen. Dann können wir hier auch wieder 2 einsetzen. Ich muss halt allgemein noch mehr Bunker bauen, um hier natürlich eine gute Def zu haben. So doof, dass man Bunker setzen kann, aber keine Türme setzen kann, ohne Sicht zu haben. Das nervt einfach. So. Die Zombies lasse ich da jetzt einfach reindrücken. Die sollen einfach ein bisschen Damage machen. Meine Kaserne kann ich schon mal umsetzen. Und dann kann ich auch nochmal 3 dazusetzen. Damit ich dann für die letzten Wellen einfach halt die Langzeit-Marines habe, nenne ich die jetzt mal. Und dann natürlich noch Bunker. Oh, zu wenig Overlords. Ja, setze ich den Sammelpunkt um, dann muss ich da nicht immer draufklicken und dann haben wir das auch so. Sobald die Verseuchten da hochgedrückt haben, wir haben ja auch wieder 3 Gebäudeverseuchungen, können wir natürlich dann auch da oben ein bisschen verseuchen, aber noch ist die Rampe im Weg. So. Die alle erstmal auf die Hotkeys legen, also auf meine 1. Jetzt ist Nova oben, das heißt, jetzt verseuchen wir hier so ein bisschen. Die Verseuchung ist ja auch abgegradet, das heißt, wir haben hier unglaublich viele Einheiten. Und jetzt kommen wir da auch durch. Also das wird uns jetzt nicht mehr stressen. So, die haben wir auch. Ich verstärke jetzt meine schon bestehenden Devs. Ich sag mal, die letzten beiden Schlösser brauchen wir nicht deffen. So. Wenn wir das Schloss oben
also jetzt rechts, befreit haben, dann haben wir auch den Vorteil, dass wir, ich sag mal, dann nur noch die letzten beiden Schlösser einnehmen müssen. Hier nehme ich mal die Apokalypse. So, dann kann der, ja, zum Xel'Naga schon mal gehen und den Bunker. Der taucht dann ja, wenn man sie ausgegraben hat, auch auf der F2 auf. Dann muss man da so ein bisschen aufpassen. Das sollten meine Infizierten so schaffen. Ja. Hier sind natürlich so die Berstlinge, nenne ich sie jetzt mal. Also die Berstlingsverseuchten sind extrem stark gegen Bio-Terran. So, jetzt haben wir das. Ich hole jetzt hier erstmal einen großen Schwung Greens raus. Ich habe Minereien ohne Ende. Da brauche ich natürlich noch einige an Overlords. Und dann drücken wir in Richtung Bonus. Das hier unten, ja, das ist kein Problem. Das ist nur ein Raven, der hier immer rumtrollt. Das ist total nervig, wenn die keine Depth da stehen haben. Die Ravens der Terraner sind immer überall. Das ist echt ätzend. So, das Compound kann ein bisschen weiter nach vorne. Nur war es ja auch bei dem Bonus. Das heißt, das werden wir gleich gecleant haben. Ich setze hier nochmal Bunker. Mit denen habe ich gar nicht großartig vor, sie zu umzusetzen. Aber dann muss ich hier auch nicht irgendwie doch nochmal zurück, falls hier eine Welle drauf kommt. Das macht es einfacher. So. Ihr könnt die Einheiten ja mit Kästchenzug dann auch zum Stutterwalken bringen. Weil sonst connecten immer so wenige. Dann drücken wir hier rein und dann haben wir die Map eigentlich auch schon geschafft. Also ihr seht, die Map ist echt nicht schwer, die Wellen sind soft, also die sind wirklich nicht stark. Und an sich, sobald ihr einen defensiven Commander habt, ist das sowieso super simpel hier, weil ihr eigentlich nur die drei, also unten, Mitte und links, müsst ihr nur deffen, oben rechts nehmt ihr ein, könnt das Bonus vorher clean oder nach clean, das ist eigentlich egal. Und jetzt kommt nichts mehr. Selbst wenn jetzt noch ein roter Punkt für den Rechten erscheint, wird er es nicht mehr in der Zeit schaffen. Das ist natürlich das Easige. Das heißt, wir werden es einnehmen, bevor unser Gegner den Rechten wieder einnehmen kann. Und die anderen sind gedefft. So, ihr seht ja, jetzt kommt auch der rechte Punkt. Aber um den müssen wir uns gar nicht mehr sorgen. Der wird es nicht rechtzeitig einnehmen. Die entlade ich. Und dann ziehe ich die und schicke die nach oben. Weil es sind ja auch immer ganz gerne Panzer mal dabei. Und so kaufen wir uns einfach Zeit. Unsere Bunker gehen nicht kaputt. Und wir haben am Ende keinen einzigen Bunker verloren. So, unsere Gebäudeversorgung ist wieder frei. Können wir die auch noch setzen. Dann haben wir die Map geschafft. GG. Also rechts hätte jetzt... demnächst wieder, wäre wieder rot geworden, aber so ist es kein Problem. Wir haben es geschafft. Super einfache Map, natürlich mit einer nicht ganz so schönen Mechanik, funktioniert aber mit Stukov, Karax, Sworn und den Commandern, die halt eine geile Def haben, funktioniert es unglaublich gut. Ihr könnt auch mit anderen Kommandeuren da ganz gut Def hinsetzen. Als Vorasyn könnt ihr auf jedes Schloss einen dunklen Pylon setzen, damit ihr auch jederzeit eure Armee zurückwerfen könnt. Solche Tricks halt einfach nutzen. Und ja, manche Kommandeure wie Alarak und so sind hier nicht ganz so geil. Ich wünsche euch was, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und ja, dann wieder mit einer anderen Map. Bis dann. Ciao, ciao.